Zu Beginn des Reviews vom Impreza IP60 von der Firma Primera möchte ich ein paar wissenswerte und interessante Informationen über den Drucker weitergeben. Also der IP60 ist ein Drucker auf Tintenstrahlbasis. Er verarbeitet sowohl wasserbasierte Dye-based Tinte als auch pigmentierte Tinte. Es gibt aktuell für den Drucker drei unterschiedliche Druckmaterialien. Das ist zum einen ein Luster-Fotopaper, es gibt ein Glossy-Fotopaper. Die sind beide jeweils für ungefähr 500 Prints. Wenn man die Länge genau ausrechnet, müssten sogar 550 draufpassen im Format 10x15. Und die liegen jeweils in den USA bei $45,95. Wird vermutlich ein ähnlicher Nettopreis in Deutschland, in Europa sein, in Euro. Und es gibt ein Repositionable Adhesive Photopaper. Das heißt, ein selbstklebendes, allerdings wieder abziehbares Fotopapier als dicker Material. Das ist 275 Inch lang. Nee, halt, sorry. Das ist für 275 4x6 Prints. Also ein bisschen mehr als die Hälfte von den normalen Fotopapieren. Das liegt bei $57,95 und es gibt die Tinte dafür, die liegt pro Patrone im Augenblick in den USA bei $52,95. Die Tinte ist komplett in einer Patrone und der Druckkopf ist in der Patrone integriert. Das heißt, teure Reparaturen wegen defekten Druckkopf, die kann man sich damit sparen. Der Grund, warum ich den IP60 überhaupt für ein Review haben wollte von der Firma Primera, liegt darin, dass der Drucker nur 8 Pfund, also 8 amerikanische Pfund, das heißt 3,6 Kilogramm wiegt, leer. Mit Papier beladen, lass es 3 Kilo mehr sein. Also der wiegt dann irgendwas zwischen, ja, um die 6 Kilo, 6 bis 7 Kilo. Komplett beladen und das ist natürlich im Vergleich zu einem beladenen DS620 oder RX1, die dann irgendwo zwischen 15 und 20 Kilo wiegen. Also man spart sich einen Haufen Gewicht. Die Key Features, die Primera für den IP60 angibt, ist zum einen Fastest Printing. Also sie sagen, es gibt keinen anderen Tintenstrahler, keinen anderen Fotodrucker, der so schnell ist auf Tintenstrahlbasis wie der IP60. Ein 4x6 Foto wird angegeben mit 7 Sekunden und ein Streifen 2x6 Inch, die im Fotoboost-Bereich oft genommen werden, mit 3,5 Sekunden. Aber völlig im Rahmen, also wenn Gewicht der primäre Faktor ist, sich für den Drucker zu entscheiden, dann ist der IP60, was die Druckgeschwindigkeit angeht, nicht viel langsamer als ein aktueller Thermosublimationsdrucker. Wenn man momentan einen RX1 HS hat, dann ist der Primera IP60 sogar schneller. Dann wird angegeben Low Cost per Print. Ein 4x6 Inch Druck, also ein 10x15, wird angegeben mit ungefähr 12 Cent. Ein Fotostreifen mit 6 Cent und ein 15x20 mit ungefähr 24 Cent. Jetzt weiß jeder, der schon mal Tintenstrahl gedruckt hat, dass die Druckkosten bei einem Tintenstrahler im Gegensatz zu einem Thermosublimationsdrucker absolut davon abhängen, wie viel Farbe ich aufs Papier bringen muss. Bei einem Thermosublimationsdrucker ist es für die Druckkosten völlig egal, ob ich einen farbigen Punkt auf meinen Ausdruck mache oder ob ich das Ding komplett in Schwarz druck. Die Druckkosten sind identisch. Bei dem Tintenstrahler haben wir hier richtig große Schwankungen, die ich am Ende des Reviews gegenübergestellt habe. Eine große Stärke vom IP60 ist gegenüber den Thermosubs, dass ich mit dem IP60 auch einzelne Fotostreifen, also einzelne 2x6 Inch Streifen drucken kann. Bei den Thermosubs ist es ja in der Regel so, dass ich ein 10x15 drucke mit zwei Streifen und dieses einfach in der Mitte noch einmal durchgeschnitten wird. Dann als nächstes Feature gibt die Firma Primera an Highest Print Resolution. Klar, Tintenstrahler werden immer mit höheren DPI-Werten angegeben,
als Thermosublimationsdrucker, weil die DPI-Zahl pro Tinte ist. Also wenn ich mit 300 DPI drucke und ich habe drei Tinten, dann wird es halt gleich mit 900 oder wenn ich Schwarz noch dabei habe, gleich mit 1200 mal 1200 DPI angegeben. Im Druckertreiber wird der Druck mit 600 mal 600 DPI angegeben, was im Fotoboost-Bereich, zum Beispiel beim Einsatz von DSLR Remote Pro von Breeze, direkte Auswirkungen hat auf die Größe meiner Dateien im Prints-Ordner. Während ich für ein 10x15 bei dem DS620 zum Beispiel 1844x1240 Pixel habe, habe ich dann hier 3600 ungefähr mal 2400 Pixel, also die vierfache Pixelanzahl gegenüber dem 620er. Ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist, das lasse ich jeden selbst bewerten. Will ich es möglichst schnell in eine Online-Galerie laden, ist es ein Nachteil. Will ich die Dateien in einer höheren Auflösung an den Kunden weitergeben, ist es erstmal den Vorteil, weil für den unbedarften Kunden ein größeres Bild eine bessere Qualität hat. Mit größer meine ich jetzt dateigrößentechnisch. Leicht. Ich habe es vorhin schon erwähnt, der Drucker ist super leicht und wirklich leicht zu transportieren, also 3,6 Kilo leer. Mit Papier irgendwo 6, 7 Kilo, absolut einmalig. Den kann jeder bedienen und den kann auch jeder irgendwo hochheben oder irgendwo reinstellen. Auch ein ganz großer Vorteil gegenüber Thermosub ist die unterschiedlichen Papierformate, die ich drucken kann. Also ich habe sowohl die Möglichkeit, eine Custom Size anzugeben, also ich kann eigenes Format definieren, als auch jede andere 6-Inch breite Druckvariante, ich sag mal von 2 bis 24 Inch. Und hier sehe ich einen großen Einsatzblock, wo ich den primär in Zukunft einsetzen werde. Und zwar, das ist bei dem Thema Flipbooks, also diese Daumenkinos. Aktuell sind die Flipbooks 2x3 Inch, weil ich zwei Bilder auf einen Streifen druck und den in der Mitte durchschneide. Also aus den 6 Inch werden in der Länge nur noch 3 Inch. Die Breite ist mit 2 Inch festgelegt. Und hier kann ich dann natürlich mit dem Primera sagen, ich mache es statt 2 Inch, mache ich es 2,5 Inch. Und kriege damit ein deutlich schöneres Daumenkinoformat. Und das ist auch der Einsatzbereich, wo ich das etwas dünnere Papiermaterial als Riesenvorteil sehe. Weil da sind die Ausdrucke vom DS620 schon relativ starr. Also wenn ich da ein Daumenkino mit 36 Bildern oder noch mehr mache, dann wird es ein richtig dicker Klopper, den man gar nicht mehr so richtig schön durch die Finger laufen lassen kann. Also bei Daumenkino-Aktionen wäre der IP60 aktuell meine erste Wahl. Easy to load, also das einfache Beladen des Druckers mit Papier und mit Tinte, wird als Vorteil angegeben. Ihr werdet es nachher im Review sehen. Das geht wirklich super einfach. Das würde ich jedem Brautpaar und jedem Kunden zutrauen, auf einer Veranstaltung Papier zu wechseln und die Tinte zu wechseln, wenn es denn Not tut. Hier ist natürlich so auch wieder den Vergleich gezogen zum DS620 oder zu allen anderen Thermosublimationsdruckern. Wenn ich bei einem Thermosub eine Kiste aufmache, dann weiß ich, ich lege eine Rolle Papier ein und eine Folienrolle und kenne die exakte Anzahl an Ausdrucken, die ich damit machen kann. Bei einem Tintenstrahldrucker kenne ich zwar die Länge des Papiers, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Tinte, die ich momentan noch im Drucker habe, für 1000 Drucker ausreicht, weil ich hellen Hintergrund habe und insgesamt eine sehr, sehr helle, lightweight Veranstaltung habe. Oder ob ich irgendwie düstere Greenscreen-Bilder druck und dann meine Tinte vielleicht nicht mehr für die ganze Veranstaltung ausreicht. Im Vorfeld, als ich angekündigt habe, den Drucker zu testen, wurde auch natürlich auch oft die Frage nach dem Preis gestellt. Ich habe für Deutschland, für Europa noch keine Preise bekommen. In den USA liegt der unverbindliche Verkaufspreis bei 899,95 Dollar. Und momentan gibt es eine Aktion für 799,95 und ich vermute mal, der Straßenpreis wird sich dann irgendwo um die 800 Dollar einpendeln. Und wie die europäischen, wie die deutschen Preise sein werden, üblicherweise gibt es da eine 1:1 Umrechnung von Euro und Dollar, manchmal noch mit ein bisschen Aufschlag.
Es bleibt auch abzuwarten, inwiefern der Drucker von eventuellen Zöllen, die ja momentan im Gespräch sind, belegt wird. Aber auch das wird sich in Zukunft erst noch zeigen. Eine Geschichte, die mir beim Durchlesen der technischen Spezifikationen aufgefallen ist, das war der Stromverbrauch des Druckers. Und zwar ist in den technischen Spezifikationen der Output mit 12 Volt, 5 Ampere und 60 Watt Maximum angegeben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt der Einzige bin, der da sofort an einen batteriebetriebenen Photoboost-Drucker denkt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man mit einem gewieften Elektriker da aus einem Akkublock, 12 Volt Akkublöcke kriegt man überall zu kaufen, nicht einen wirklich transportablen, stromunabhängigen Fotoboost-Drucker zaubern kann, der dann zusammen mit den ganzen iPad-Boosts und Co., die im Umlauf sind, vielleicht eine komplett stromautarke Lösung inklusive Druck darstellen kann. Ich habe es nicht ausprobiert, aber das war das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich gelesen habe, 12 Volt, 5 Ampere, 60 Watt Max. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist und die ich jetzt schon sagen will, als ich den Drucker mit Papier beladen habe, ist es ja so, bei mir in meinem Fotoboost steht der Drucker im Fotoboost selber. Bei den Thermosubs kann ich den Schubladen nach vorne rausziehen, also Türe auf, Schublade auf, Papier wechseln. Bei dem IP60 ist es so, dass man den Deckel nach oben klappt. Das heißt, man braucht über dem Drucker relativ viel freien Platz, um den Drucker neu zu beladen. Jetzt ist es so, zum einen, man kann den Drucker bei seinem Gewicht völlig problemlos aus der Box rausnehmen, außen beladen und dann wieder reinstecken. Wer es einfacher haben will, und das habe ich ausprobiert, man kann den Deckel, der nach oben weggeklappt wird, ohne Werkzeug völlig problemlos komplett vom Drucker entfernen. Dann ist er natürlich nicht mehr staubgeschützt und es kann auch sein, dass irgendwie ein Teil im Fotoboost dann in den Schlittenweg vom Druckkopf hängt. Aber wenn man darauf aufpasst, kann man sich also den Deckel obendrauf sparen. Die Abmessungen des Druckers sind übrigens 32,3 cm in der Breite. Und angegeben ist er mit 38,3 cm in der Tiefe und die Höhe mit 21,1. Und wer überlegt, den Drucker in sein Fotoboost reinzustellen, der Druckerauswurf, also der Papierauswurf, liegt auf einer Höhe zwischen 12,4 und 12,7, 12,8 cm. So, und jetzt gehen wir mal in das Review. Viel Spaß. So, hallo zusammen. Hier ist Jürgen Meier von Fotoboost Deluxe und von der Fotoboost Akademie. Ich habe ja versprochen, dass sobald der Primera IP60, der Primera Impressa IP60 Drucker hier ist, dass ich sofort mich dran setze, um ein kleines Review zu machen. Ich wollte euch vorher nur so ein bisschen ein Unboxing zeigen, was ich geliefert bekommen habe. Ich habe das Ganze übrigens von Primera kostenfrei zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen, also auch die Tinte und das Papier. Allerdings nicht zum Behalten. Das Verbrauchsmaterial kann ich natürlich komplett verarbeiten, aber der Drucker wird also nach dem Test wieder an Primera zurückgehen. So, was habe ich bekommen? Ich habe bekommen zweimal die Tinte, die 053494, das ist die wasserbasierte, die Color Dye Fototinte. Die habe ich zweimal bekommen und ich habe einmal die Pigmenttinte bekommen, die 053491. Der Drucker kann ja zwei Tintentypen verarbeiten. Wie gesagt, die wasserbasierte Color Dye Fototinte, die vom Grundsatz her ist der Unterschied darin, die wasserbasierte liefert kräftigere, knalligere Farben, während die Pigmenttinte einfach deutlich langlebiger ist. Wie groß der Unterschied in der Praxis sein wird, kann ich noch nicht sagen, weil ich werde hier jetzt also keinen 70 Jahre UV-Test durchführen können. Insofern ist das Einzige, was ich dann beurteilen kann, wird die Farbwiedergabe und die Farbbrillanz sein. Neben der Tinte ist übrigens auch noch Papier geliefert worden.
Und zwar ein Paket mit zwei Rollen, 6 Inch mal 175. Und das sind wohl zwei Rollen in einem Karton. Glossy Fotopaper. Und dann sind noch zwei Kartons gekommen, die relativ unscheinbar sind. Der einzige Aufkleber, den man sieht, ist der hier mit der Nummer 057352 Repositionable Photopaper. Mal schauen, was es damit auf sich hat. Und hier im großen Karton, da ist der Drucker drin. Es ist tatsächlich überraschend, wie leicht das Teil inklusive Verpackung schon ist. Okay, dann machen wir jetzt mal ein kleines Unboxing und schauen mal, wie das Teil aufgebaut und zusammengebaut wird. Okay, Unboxing ist fertig. Was ist dabei? Interessanterweise, und das fand ich sehr schön, wurde mir ein Stromkabel, also ein Kaltgerätkabel mit EU-Stecker, also mit dem deutschen Stecker beigelegt, was ja jetzt für eine Firma aus den USA nicht ganz typisch ist. Das US-Kabel war dafür nicht mehr dabei. Also da hat jemand beim Packen echt mitgedacht. Finde ich toll. Großes Lob dafür. So, was war im... Schauen wir uns erstmal das Papier an. Was schon mal auffällt, ist, das Papier hat hier einen Chip. Das heißt, ich vermute, dass die verbleibenden Prints zum einen über den Chip gesteuert werden und zum anderen wird dadurch vermutlich verhindert, dass man irgendwelches No-Name-Papier in den Drucker einsetzt. Die Tintenpatrone gut geschützt. Der Druckkopf ist in der Tintenpatrone verbaut. Das bedeutet also, defekte Druckköpfe sind relativ einfach zu reparieren, indem man neue Patrone einsetzt. Beim Drucker selbst war dabei eine Auffangschale, ähnlich wie wir sie von den Thermosubs kennen. Das Netzteil. USB-Kabel, wie auch bei den Thermosuits üblich, ist es nicht im Lieferumfang dabei. Es stand auf dem Lieferschein auch als Extraposition. Also geht davon aus, wenn ihr den Drucker kauft, ist kein USB-Kabel dabei. Ist aber ganz normales USB-A auf B. Eine Papier, ja, so ein Tray, den man vorne anbringen kann, zum Papier auffangen, ist dabei. Aus Kunststoff, aber macht einen sehr wertigen Eindruck, einen sehr stabilen Eindruck. Ein Quick Start Guide mit einer Kurzeinweisung, wie man Papier einlegt, wie man das Ding auspackt. Eine Seite, okay. Wichtiger Hinweis: Install the Software first. Bitte zuerst die Software installieren. Okay. Software gibt es unter primera.com/ip60-downloads. Dann eine Telefonnummer für den technischen Support. Sehr geil. Findet man selten. Klasse. Okay. Ja, und die Garantievereinbarung, was abgedeckt ist, was nicht abgedeckt ist.
Die Installation vom Treiber geht relativ einfach unter primera.com/ip60downloads. Kann man die Software runterladen. Man sieht auch, für den Mac ist sie noch nicht verfügbar. Da heißt Coming Soon. Download Software for PC. Das Paket ist 138 Megabyte groß. So, man wird dann durch einen Setup Wizard, der auf Deutsch ist übrigens, durch die Treiberinstallation durchgeführt. Der Treiber selbst ist dann wieder in Englisch, da gibt es noch keine Übersetzung. Am Ende der Treiberinstallation wird eine Registrierung abgefragt. Hier muss ich auch etwas eingeben. Also ich kann mit dem Pfeil jetzt nicht weiterklicken, sondern ich muss die Daten eingeben. Dann registriere ich ihn mal, auch wenn ich ihn eigentlich gar nicht behalten darf. So, wenn alle Daten eingegeben sind, kann ich jetzt noch hier Bestätigung für Produktinfos geben, also ein bisschen DSGVO-konform. Kaufdatum habe ich eigentlich gar keins, aber wir nehmen mal den Monat 08, 29, 2018. Gut. So, dann kann man den Drucker einrichten, Überdrucker einrichten. Da kommt jetzt der Punkt Papier einlegen und Tinte einlegen, aber das zeige ich direkt am Drucker. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Also, das Ganze geht nach oben auf. Das heißt, wenn man es im Fotobooth unterbringt, braucht man nach oben hin relativ viel Platz. Also, wir haben auf der rechten Seite einen Chip. Okay, Papier ist wirklich super einfach einzulegen. Man hat rechts und links zwei so Slots, wo das Ganze eingeführt wird. Man sieht auch rechts, dass der Chip Laser dort verbaut ist. Also man kann es quasi nicht falsch einlegen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass man das Papier einführen soll. Okay, auch das war super einfach. Man schiebt es von hinten ein bisschen in den Slot und es ist sofort wird es angezogen. Okay, gut, dann mache ich jetzt vorne mal diese Auffangschale noch mit rein. Okay, wenn man es richtig rum macht, geht es auch ganz einfach. Die Auffangschale sitzt drin. Sie wird nur von oben. Hier an der Seite sieht man relativ schlecht, sind zwei so schwarze Knubbel dran. Das heißt, man schiebt sie so ein und dann geht es ein Stück nach unten und dann sitzt das Ganze fest. Okay, alles was er gemacht hat, er hat 3 cm vom Papier abgeschnitten. Was wiederum bedeutet, man muss beim Einlegen aufpassen, dass man nicht mit den Fingern auf die Papierrolle langt. So, und als letzten Schritt, um das Ganze einsatzbereit zu kriegen, muss noch Tinte rein. Hier an der Stelle ist ein Symbol, drückt mit dem Finger, also drücken wir mal. Geht die Klappe auf. Tintenkartusche einsetzen und Klappe wieder zu. Auch das war extrem simpel, würde ich jedem Brautpaar und jedem Kunden zutrauen.
Also Papierwechsel und Tintenwechsel ist definitiv genauso einfach wie bei den Thermosubdruckern und braucht auch nicht länger. So, damit nicht alles durch die Gegend fliegt, hängen wir jetzt noch die Auffangschale ein. Gut, dann schauen wir mal, was gleich als erster Druck rauskommt. So, der nächste Schritt ist, den Drucker einmal in DSLR Remote Pro einzurichten. Und nachdem das Ganze jetzt keine Breeze-Schulung werden soll, nutze ich mal den einfachsten Weg, und zwar den Photobooth Setup Wizard. So, wir machen ein primärer IP60 Streifendruck. Das würde ich gern zuerst mal probieren, und zwar einzelne Streifen zu drucken, weil das ja eine der besonderen Eigenschaften des IP60 ist, dass er 2 Zoll Schnitte machen kann und nur einen Streifen druckt, statt wie die meisten Thermosubs immer ein 10x15 in der Mitte durchschneidet. Die Einstellungen lasse ich mal. So, Setup Printer. Hier ist er auch schon, der IP60 Foto. Die Druckgrößen neben dem Custom Size, für die ich eine ziemlich coole Idee habe, wofür man das einsetzen kann, gibt es auch noch die Streifen 10x15. Das ist, glaube ich, 11x15, 15x15, 15x20 und so weiter, bis maximal 15x61 cm, also Bannerdruck. So, wir wollen 6x2 Inch. Qualität. Das, was fürs Fotoboost gut ist, nehme ich mal Quality 2 und ICC Auto Select. Und wo wir gerade dabei sind, machen wir auch mal einen Testprint, um zu sehen, wie viel von den Pixeln, die hier angegeben sind, von diesen 3647 mal 1247 Pixeln, wie viele davon tatsächlich abgeschnitten werden, sprich, wie viel Sicherheitsabstand man zum Rand lassen muss. Als Vergleich dazu die Pixelabmessung für den DS620 für die gleiche Größe. Die wären 1844 mal 620 Pixel. Also das bedeutet, die Print-Files müssten ungefähr die vierfache Größe haben am Ende. Gut, Profil ist eingerichtet. Wir wollen Single Strip of Three Photos. Jawohl. Fertigstellen. Okay. Gut, damit die Tests ein bisschen schneller gehen, verkürze ich mal die Zeiten aufs notwendige Minimum. Okay, und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich nutze die simulierte Kamera, damit alle Bilder die gleichen Voraussetzungen haben, wenn es dann später darum geht, die Druckkosten zu vergleichen und die Druckgeschwindigkeit. Also die drei Bilder laufen durch. Er zeigt mir am Schluss jetzt die Druckcollage an. Ich kann hier rechts wählen, wie viele Ausdrucke ich haben will. Ich bleibe jetzt mal bei einem, weil das ja das Besondere ist. Und klick auf Print. Mein Testausdruck und mein erster Streifen ist da. Und beim Testausdruck kann ich schon mal sagen, dass oben werden 20 Pixel abgeschnitten, unten sind es ungefähr 30 bis 33. Auf der linken Seite schneidet er auch 30 Pixel ab und auf der rechten Seite auch zwischen 30 und 33. Also das muss man berücksichtigen, wenn man ein Layout dafür gestaltet, dass man die Pixel, die sind zumindest bei dem mir gelieferten Drucker so, kann auch sein, dass das ähnlich wie bei Thermosubdruckern sich von Drucker zu Drucker ein wenig unterscheidet. Aber zwischen 20 und 30 Pixel auf jeder Seite muss man freilassen.
Ja, so funktioniert also das Ganze aus DSLR Remote Pro heraus. Jetzt werde ich das gleiche nochmal machen, um ein paar Testprints in der Größe 15x20 zu machen. Und während ich das Ganze einrichte, noch ein paar Informationen zu den Quality-Einstellungen im Treiber. Und zwar ist es so, dass der Quality 1 Mode, der wird in der nächsten Version der Software, wird der umbenannt in Draft Mode. Die Beispiele, die Primera auf der Webseite angegeben hat bezüglich Druckzeiten und Druckkosten, die wurden mit der Quality 2 Setting durchgeführt. Ist die Quality 2 Einstellung ist auch die Einstellung, die man mit der wasserbasierten, mit der Dye-Based Tinte verwenden soll. Laut der Anleitung wird man also zwischen Quality 2, 3 und 4 bei der wasserbasierten Tinte keinen allzu großen Unterschied sehen. Das entspricht auch dem, was ich getestet habe. Die Qualität 3 und 4, im Treiber Better und Best genannt, ist für die Pigmenttinte gedacht. Und zwar ist es wohl so, dass die wasserbasierte Tinte sich besser verteilt, besser fließt und auch schneller trocknet. Bezüglich der Color Matching Options ist es so, dass bei dem Papier, hat man ja vorhin gesehen, ist an der Seite ein kleiner ICC-Chip und der Chip teilt dem Treiber mit, was für ein Papier eingelegt ist, also welches ICC-Profil er verwenden soll, wenn AutoSelect gewählt wurde. Wenn man stattdessen die Option Vivid Colors wählt, dann wird ein bisschen mehr Tinte dafür verwendet und die Bilder werden, ich sag mal, farblich ganz leicht übersättigt dargestellt. Was hier zwischendurch eingeblendet wurde, ist der sogenannte Print Hub. Das ist die Kommandozentrale für den IP60. Dort kann ich die Kosten für den Tintenverbrauch sehen pro Ausdruck und den Status des Druckers kann ich dabei abrufen. So. Er hat fertig gedruckt und das sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich mal sagen. Man sieht, das Papier wälzt sich ein wenig. Klar, es kommt von der Rolle. Ist also auch wie bei den Thermosubdruckern gleiche Problematik. Allerdings ist das Papier deutlich dünner. Ich habe für die Drucke jetzt extra Fotos genommen mit deutlich mehr Farbauftrag, um mal zu sehen, wie die Druckkosten unter Realbedingungen beim Fotoboost wären. Und was mir gerade auffällt, die Auffangschale ist mal wieder nicht für 15x20 geeignet. Und machen wir noch einen dritten Druck. Also, so sieht das Ganze aus, wenn man den Drucker in DSLR Remote Pro verwendet. Dadurch, dass es ein ganz normaler Standard-Windows-Druckertreiber ist, kann man ihn in jeder Fotoboost-Software verwenden. Die häufigste Frage, die mir im Vorfeld gestellt wurde, als ich angekündigt habe, ein Review für den IP60 zu machen, war: Jürgen, Tintenstrahl und Feuchtigkeit, Tintenstrahl und Verschmieren, wie verträgt sich das denn? Kannst du das bitte testen? Was ich hier auch tun möchte. Den Streifen, den ich hier gerade ins Wasser halte, der kam direkt aus dem Drucker, kommt ins Wasser und es geht nichts ab. Also man kann mit dem Finger, ich habe wirklich feste drüber gerieben. Der zweite Streifen, den ich jetzt gerade rausziehe, der war seit heute Nacht im Wasserglas gestanden, also kein Problem.
Im Folgenden vergleiche ich mal die unterschiedlichen Druckgeschwindigkeiten und Druckkosten mit den verschiedenen Treibereinstellungen. Der Treiber bietet 4 unterschiedliche Qualitäten, also Quality 1 ist Fast und Quality 4 ist Best. Und er bietet bei der Farbverwaltung bietet er an Non, Vivid Photo und ICC Auto Select. In den US-Reviews habe ich gelesen, bevor ich meins gemacht habe, dass die schnellste Einstellung und die beste Einstellung wohl Vivid Photos ist. Ich habe mir gedacht, okay, teste ich mal alle 4 Qualitätsstufen mit Vivid Photo und mit Auto Select. Und zwar jeweils mit 2 Ausdrucken aus DSLR Remote Pro heraus, also ein Streifen, der jeweils im Druckfenster 2-mal beauftragt wurde. Links oben seht ihr die jeweiligen Einstellungen, 2x6 Inch, die Quality, die Farbeinstellung und die entsprechende Druckzeit, die ich hier im Video gemessen habe, von dem Moment, von dem der Druckkopf sich zum ersten Mal bewegt, bis zu dem Augenblick, in dem das Bild aus dem Auswurfschlitz herausgeworfen wird. Dann vielleicht noch ein Wort zu den Druckkosten. Im Print Hub bekommt man jeweils die Druckkosten pro Seite für die letzten 5 Jobs angezeigt, also da kann man nachschauen. Ein anderes Logfile, wo sie vom gesamten Event zu finden sind, habe ich noch nicht gefunden und ich glaube auch nicht, dass es das gibt. Vielleicht wird das noch nachgerüstet. Bei den Drucken, die wir hier sehen, bei diesen Streifen, sehr hell, 3 kleine Bilder drauf, lagen wir je nach Qualitätseinstellungen zwischen 2,7 und 3,3 Cent für die Tinte. Das ist auch der Wert, der im Print Hub angezeigt wird. Und wenn ich jetzt rechne, dass ich aus einer Papierrolle ca. 1000 bis 1050 solche 2 Zoll Streifen schneiden kann und die Rolle in Europa vermutlich irgendwo zwischen 25 und 30 Euro liegen wird, in den USA kostet sie 25 Dollar, liegt also ein Streifen ganz grob bei 3 Cent für das Papier und 3 Cent für die Tinte, also bei 6 Cent netto für einen Streifen. Das Ganze kann ich hochrechnen, wenn ich also dann in 15x20 drucken will, bin ich bei 12 Cent für das Papier und wenn ich einen sehr hellen Ausdruck habe, liege ich bei 12 Cent für die Tinte. Habe ich einen dunklen Ausdruck, so wie ich es vorhin gezeigt habe, dann kann ich auch durchaus mal bei 30 bis 40 Cent für die Tinte liegen.